Hallo zusammen. In diesem Video soll es um die neue Institutionenökonomik gehen. Was sich dahinter verbirgt und wie sich diese von der Neoklassik abgrenzen lässt, seht ihr nach dem Intro. Die neue Institutionenökonomik oder auch abgekürzt NIÖ ist eine seit den 1970er Jahren aufstrebende Forschungsrichtung der Volkswirtschaftslehre, die sich mit den Regeln beschäftigt, die einen bestimmten Teilbereich des menschlichen Zusammenlebens organisieren. Stichwort sind hier Institutionen. Unter diesen versteht man in der neuen Institutionenökonomik sogenannte Regelsysteme oder auch Spielregeln der Gesellschaft. Diese werden in formale und informelle Regeln unterteilt. Formale Regeln sind beispielsweise politischer, juristischer oder ökonomischer Natur und enthalten Sanktionen. Ein Beispiel hierfür kann ein Vertrag sein, der zwischen Lieferant und Kunde geschlossen wurde und gewisse Dinge regelt. Bei Nichteinhaltung kommt es zu einer Vertragsstrafe. Informelle Regeln hingegen sind nicht formalisierte Verhaltensregeln, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben und enthalten keine Sanktionen. Ein klassisches Beispiel aus dem täglichen Leben ist das Erst-Aussteigen-Lassen im Bus oder in der Bahn. Des Weiteren unterscheidet die neue Institutionenökonomik zwischen sich selbst erhaltenden Regelsystemen und überwachungsbedürftigen Regelsystemen. Bei sich selbst erhaltenen Regelsystemen entstehen Nachteile für alle durch individuelle Nichtbeachtung der Regeln. Beispiel: Du lässt die anderen Leute im Bus nicht erst aussteigen, sondern steigst ohne zu warten ein. Der Nachteil für die anderen Menschen im Bus besteht nun darin, dass diese warten müssen. Bei einem überwachungsbedürftigen Regelsystem entstehen individuelle Vorteile durch Nichtbeachtung der Regeln. Beispiel Steuerhinterziehung. Du gibst beim Finanzamt falsche Informationen an und sparst dafür im gewissen Rahmen Steuern. Doch worin liegt nun eigentlich das Forschungsinteresse der neuen Institutionenökonomik? Grundsätzlich kann man sagen, dass die NIÖ gewisse Regeln so ausgestalten möchte, dass eine optimale Mischung aus Kooperation und Wettbewerb entsteht. Diese Regeln finden einerseits Bedeutung im Zusammenleben in der Gesellschaft, als auch in dem Zusammenarbeiten in Unternehmen. Abschließend möchten wir euch eine kurze Abgrenzung zur herkömmlichen und in Anführungsstrichen alten Volkswirtschaftslehre der sogenannten Neoklasse geben. Während die neoklassische Theorie davon ausgeht, dass die Wirtschaftsteilnehmer über vollkommene Informationen, vollständige Rationalität, eindeutige und stabile Referenzen sowie gleiche Wissensverteilung verfügen, geht die NIÖ vom genauen Gegenteil aus, nämlich unvollkommenen Informationen, einer begrenzten Rationalität, nicht eindeutigen und wechselnden Referenzen sowie einer ungleichen Wissensverteilung. Einig sind sich die Theorien lediglich im eigennützigen Verhalten der Akteure. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick in die neue Institutionenökonomik erhalten. Falls ja, lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal.